Das richtige Markiersystem deiner Steuergesetze für die Steuerberaterprüfung. Kaum ein Thema wird so kontrovers und vielfältig zwischen den Prüflingen diskutiert, was denn das beste Markiersystem wäre, worauf es dabei ankommt, was die wichtigsten Punkte sind und was du für dich auf jeden Fall mit übernehmen und beachten solltest, das verrate ich dir in dem heutigen Video, damit du deine Bäckchen Backsteine für dich auch richtig nutzen kannst. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESH-Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um das Markiersystem. Welche Punkte musst du als Prüfling unbedingt beachten? Welche Fragen solltest du dir vor allem stellen? Vorab der wichtigste Punkt: Es gibt nicht das perfekte Markiersystem für alle Prüflinge. Warum? Dafür müssen wir uns die erste Frage stellen, und zwar: Welches Ziel verfolgst du also mit dem jeweiligen Markiersystem? Schreiben wir die erste Frage direkt mal mit auf und halten das Ganze fest. Also erstens, welches Ziel soll das Markiersystem konkret erfüllen? Und diese Antwort oder diese Frage stellen sich die wenigsten Prüflinge. Das Ziel oder der Sinn und Zweck ist nicht, dass die Gesetze einfach nur am Ende möglichst bunt aussehen. Darum geht es natürlich nicht. Es geht nicht darum, dass du deine Textmarkerstifte verbrauchst, sondern du willst ein konkretes Ziel verfolgen, nämlich, dass du die Gesetze so aufbereitest, dass wenn du mit den Markierungen dir den Gesetzestext durchliest, die entscheidenden Punkte dir besser ins Auge springen, du den Gesetzestext besser verstehen kannst, aufnehmen kannst, abprüfen kannst und so ein Stück weit verarbeitest gedanklich in deinem Kopf, indem du sozusagen mit den Markierungen weißt, wofür die stehen, und dann entsprechend mit den Gesetzesfundstellen besser arbeiten kannst, um eben so auf gewisse Dinge durch die Farbauswahl aufmerksam gemacht zu werden. Das ist schon mal der erste Punkt, den du für dich verstehen musst. Bedeutet, dass du das für dich ähnlich sicherlich definieren wirst und dir das klar machst, um dann letztendlich auch Lösungen für dieses Ziel zu entwickeln und nicht, ja, der Dozent hat es vorgegeben oder meine Mitstreiter machen das so und so, ich habe das früher beim Steuerfachwirt vielleicht so gemacht. Hinterfrag diese Punkte, damit wir entsprechend zu einer Lösung kommen. Der zweite Punkt ist dann natürlich, wie erreiche ich konkret dieses Ziel? Was sollte ich bei den Farben beachten? Da gilt folgender Grundsatz, den wir einmal mit aufnehmen können, und zwar können wir hier einmal festhalten, dass folgender Punkt definitiv gilt, und zwar: Weniger ist mehr. Wenn wir über die Gesetzesfarben reden, dann geht es nicht darum, der bunteste gewinnt in Form von wer am meisten Farben hat, wer alles möglichst in irgendeiner, jedes Wort in der Farbe markiert hat, sondern die entscheidenden Punkte, darauf kommt es an. Und da gilt grundsätzlich folgende Devise: Es gibt davon Ausnahmen, wenn man ein sehr spezifisches, tiefgründiges Markiersystem etabliert. Darum soll es heute aber nicht gehen. Je besser du den Gesetzestext verstehst und wirklich weißt, was die entscheidenden Teile eines Tatbestandes der Rechtsfolge sind, desto weniger Farbe benötigst du im Regelfall und kannst eben gezielt dich auf diese Passagen konzentrieren, um die es dann in dem jeweiligen Punkt geht, in dem Gesetzestext. Das ist sozusagen die Devise, wo sich natürlich nicht viele dran halten. Dann können wir mal so ein bisschen konkreter werden: Wie kann ich das Ganze jetzt auch für mich entsprechend besser umsetzen? Der erste Punkt, den wir auf jeden Fall beachten sollten bei der Auswahl ist, wenn wir hier noch einen Strich drunter ziehen, wir brauchen den Tatbestand und die Rechtsfolge. Das sind sozusagen natürlich die wichtigsten beiden Punkte, die wir hierbei beachten müssen. Fangen wir mal an mit dem Tatbestand. Wichtigster Punkt: Du willst, wenn du eine Norm dir in der Prüfung, in der Klausur anschaust, hast du einen Sachverhalt und den musst du in die Norm rein subsumieren. Erfüllt das jeweilige Beispiel, das der Sachverhalt dir präsentiert, den Tatbestand des Gesetzes? Das heißt letztendlich die Voraussetzungen, damit eine Norm Anwendung findet. Zum Beispiel
fangen wir mal ganz simpel an mit dem Paragraphen 1 Absatz 1 ESTG, unbeschränkte Steuerpflicht. Wir brauchen eine natürliche Person, das ist ein Tatbestandsmerkmal. Wir brauchen einen Wohnsitz im Inland. Diese drei Punkte müssen erfüllt sein oder als Alternative der gewöhnliche Aufenthalt statt des Wohnsitzes. Diese Punkte müssen gegeben sein, damit wir zur Rechtsfolge, dann ist diese Person unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, entsprechend gelangen. Und das zu differenzieren farblich ist aus meiner Sicht der wichtigste grundlegende Aspekt, dass du dir die Voraussetzungen, wie in dem Beispiel von mir eben genannt, also wir brauchen die natürliche Person, wir brauchen den Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt und den Bezug zum Inland, dann sind wir sozusagen entsprechend in dem Tatbestand drin. Das sollte eine Farbe sein. Die Rechtsfolge ist dann entsprechend zu markieren in der anderen Farbe idealerweise, wo wir dann wissen, okay, Rechtsfolge, wenn der Tatbestand erfüllt ist, ist, dass wir unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, in diesem sehr, sehr simplen Beispiel zugegebenermaßen. Heißt, das sollte schon mal differenziert werden. Natürlich kann man dann innerhalb dieser Überlegung noch tiefergehende Abzweigungen nehmen, zum Beispiel im Tatbestand. Es gibt Normen, wo wir einen zweistufigen Tatbestand zum Beispiel benötigen. Da kann man dann verschiedene Töne vielleicht einsetzen. Bei der Rechtsfolge kann man jetzt auch noch gewisse Dinge differenzieren. So gibt es zum Beispiel dann ein Gebot, dann gibt es ein Verbot, dann gibt es ein Wahlrecht, das heißt, diese drei Punkte kann man schon mal grundlegend bei der Rechtsfolge unterscheiden. Was bietet sich hier an? Natürlich beispielsweise, so empfehlen wir das unseren Kunden, um ein Beispiel zu geben, hier mit einer Art Ampelsystem zu arbeiten. Das heißt, für das Gebot könnte man einen grünen Stift nehmen, für das Verbot ergänzen wir mal den roten, natürlich dann in einer anderen Reihenfolge, wenn wir von der Ampel sprechen, und fürs Wahlrecht nehmen wir dann den gelben Stift, und so kannst du zum Beispiel schon mal die Art der Rechtsfolge differenzieren, um mal ein Beispiel zu geben. Hier gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, und so kann man eben diese Punkte für sich rausarbeiten, welches Ziel verfolge ich, welche Art von Differenzierung gibt es auch in den verschiedenen Bereichen, eben bei der Rechtsfolge zum Beispiel diese drei Punkte, Gebot, Verbot, Wahlrecht. Dann könnte man noch arbeiten mit einer Legaldefinition zum Beispiel, einem zweistufigen Tatbestand. Und so gibt es dann so ein paar Ausprägungen natürlich im Detail. Das ist natürlich dann unseren Kunden vorbehalten, das versteht sich von selbst. Aber das einmal grundlegend zu verstehen, sich daraus ableitend ein System zu bauen, das ist letztendlich das, worum es geht, wenn es darum geht, dass du das für dich richtige, funktionierende Markiersystem entwickelst. Um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Das Ziel ist, dass du mit deinen Markierungen die Gesetzestexte besser verstehst und nicht, dass du irgendwas eins zu eins übernimmst von irgendeinem Dozenten, von jemand anderem, ein System, was vielleicht der Person entspricht, sondern du musst damit effektiv arbeiten können, wenn du in diese Gesetzestexte reinschaust. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass du dir dafür Gedanken machst, auch so ein Stück weit Learning by Doing anwendest, um Ausprägungen zu haben und nicht denkst, ich muss von Anfang an das perfekte System haben. Die wenigsten fangen mit dem einen System an und enden auch mit dem gleichen System am Ende ihrer Vorbereitung, sondern es ist auch dynamisch, entwickelt sich. Je mehr Erfahrung du sammelst, je mehr wertvollen Input, zum Beispiel so wie hier, du mit an die Hand gegeben bekommst, um dein System zu verfeinern, um das Ziel, dass es dir entspricht und deiner Hilfestellung dient, dass du mit den Gesetzestexten besser arbeitest, entsprechend mehr oder besseren Input bekommst. Das gilt es insgesamt bei dem Markiersystem zu beachten. Weniger ist mehr, und konzentriere dich also auf die entscheidenden Punkte, um mit der jeweiligen Norm, die du jetzt gerade abprüfst oder dir anschaust, gilt auch für die Richtlinie und die BMF-Schreiben. Ich selber beispielsweise habe ein System, was ich auch unseren Kunden mitgebe, was sowohl für die Gesetzestexte als auch für die Richtlinien und auch BMF-Schreiben Erlasse entsprechend anwendbar ist, weil das eben universell dort zum Einsatz kommen kann. So viel heute zum Thema Markiersystem. Wenn du sagst, dabei will ich tiefergehende Unterstützung oder vor allem natürlich bei allen anderen wichtigen Bereichen der Examensvorbereitung, dann melde dich gerne mal
bei uns bei der ESH zum kostenlosen Erstgespräch. Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du dann gemeinsam mit unserem Strategieexperten heraus, wie wir dich erfolgreich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten, was da in deiner individuellen Situation die Knackpunkte sind, damit auch du erfolgreich sein kannst im Steuerberaterexamen und wie wir das Ganze dann natürlich auch gemeinsam erfolgreich umsetzen werden. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.